Jo, sind wieder bei Fire Emblem The Sacred Stones. Beim letzten Mal haben wir hier die Mission am Nabure-Fluss irgendwas. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, aber hier die Mission begonnen. Wieso läuft er jetzt wieder nach links? Was tun die da? Hm. Oh, wie süß. Da, ich würde sagen, Ross ist der stärkere von beiden. Gut, ich habe jetzt mal diesen... Ich habe den Drakoschild zwar nicht bekommen, aber hey, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, ich merke schon, Amelia hat jetzt auch nicht unbedingt die beste Stärke. Aber es passt. Boah. Na gut, sie hat nur 13 Stärke. Aber hey, sie hat mal Verteidigung dazu bekommen. Das ist ganz Neues. Aber es ist auch nicht so schlimm, wenn ich die nicht so schnell kaputt haue. Ich denke mal schon, dass wir die Mission in diesem Part schaffen. Ich hab erst gedacht, dass die hier eigentlich doch sehr viel länger ist. Aber es geht eigentlich. Ui. Sehr gut. Erstmal kritten. Es hat ein bisschen wehgetan. So. Ach ja, stimmt, die können wir ja auch über Eck angreifen. Habe ich irgendwie so ein bisschen gerade vergessen, dass sie das auch können. Moment, dann muss ich dich aber schnell besiegen, sonst verbrauchst du mir mein ganzes Fülbulwilter hier noch. So eine schöne Magie. Die möchte ich gerne haben. Die haben aber auch gerade alle ein Glück hier mit dem Treffen, ne? Zweimal 50-50 Chance. Na, guck mal, da kommen neue von diesen Finstermagiern. Ach, weißt du was? Glanz? Ja, passt. Darf sich einmal kurz heilen und dann stellst du dich einfach dir entgegen. Als ob die dir irgendwas können. So. Hier. Hau. Den da bitte mal um, bevor er mir noch ganz viel Winter verbrät. Ich glaube, das war ein Crit. Ja, ja, doch, das war ein schöner Crit. Mehr Stärke. Mehr Verteidigung. Nochmal Verteidigung plus 2. Ich glaube, da merkt man so ein bisschen dieses Metes Schrift, was ich hier gegeben habe. Das stärkt die Verteidigung ja doch ziemlich gut, anscheinend. Ah, perfekt, es kommen sogar alle drei an sie dran. Ja, dann, der Rest kann mal so ein bisschen hier warten oder so. Dann kann Mör hier die ganzen hier unten übernehmen und... Können hier noch nach links ein paar Leute rüberschicken, fällt mir gerade so auf. Hier, Ephraim, lauf da mal darüber. Könntest denen so ein bisschen helfen. La Rochelle auch. La Rochelle kann man eben Marissa da aus der Ferne heilen. Ist... Ah, oh, die ist ja gerade so nicht im Heilradius drin. Jetzt? Nee. Schade. Dann laufen wir eben hier hin und schießen die mal vom Himmel runter. Mit einem unnötigen Crit. Aber so habe ich zumindest den Stahlbogen noch schön verwendet. Sind da noch mehr oben? Ne, es sind nur die hier. Kommt der? Ah, der kommt auch an einen rein. Sehr gut. Hm. Na, nimm Donner. Mhm. Nope. Und ein weiterer Crit. Der wieder mal unnötig war. Die Charaktere haben teilweise echt so unglaublich hohe Crit-Raten hier. So, weg mit dir. Kommt der hier eigentlich an uns vorbei? Nö. Na gut, und wenn er Marissa angreifen möchte, ist er des Todes, weil sie Zanbato trägt. Dann kann ich Marissa eben mal selbst heilen lassen. Das ist auch wieder unnötig. Meine Güte, die häufen sich aber jetzt aber richtig an, ne? Wobei, es muss hier eh jemand spawnen, damit ihr wieder Schaden machen kann.
Von daher ist es auch sonst kein Gegner in der Nähe, dann hau drauf. Dann kann ich Evan gleich in der nächsten Runde heilen. Und das war auch unnötig. Der Counter freut sich. So, ist noch irgendwas? Nö. Die drei stehen. Ich glaube, die haben in dieser Schlacht nicht viel zu tun. Ach, jetzt wollen die wieder rüberkommen. Versucht ihr echt, übers Wasser zu gehen? Vielleicht versuche ich rechts erstmal den einen Helden abzufangen. Ach, guck mal. Jetzt greifen sie da unten an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Nope. Geht mal nach links. Genau dahin. Luna macht ja, glaube ich, dass die Resistenz des Gegners ignoriert wird. Aber wenn man selbst auch... Wenn man selbst dann nicht trifft, dann bringt einem Luna auch nichts mehr. 0, 0, 0. Das ist echt eine Triple 0. Crit und weg. Sehr schön. Ah, da kommt mal Nachschub. So, hält mir jetzt ein bisschen mehr aus. Ja, nur 2 mal 2. Sehr gut. Noch ein paar KP mehr, ne? Ja, 17. Wie viel machst du Schaden? 0. Mal 2. Na gut, dann heilen wir mal kurz. Dann schicke ich sie jetzt rüber zu den ganzen Nahkämpfern. Jetzt kriegt sie eh kaum noch Schaden. Die ganzen Verteidigungsboosts. Vielleicht kann ich auch die da unten wieder anlocken. Wenn ich sie mal so... Moment, wie weit kannst du gehen? Bis dahin. Du warst der mit dem Silberschwert. Beide mit dem Silberschwert. Joa. Kommt mal hier zu ihr hin. Ihr macht ihr beide nicht viel Schaden, ne? Einen. Wie süß. Nur der mit der Silberaxt hat ein bisschen mehr Schaden gemacht, ne? Ach, ich stell sie einfach hier in den Wald. Kriegst du noch ein bisschen mehr Verteidigung, oder? Ja, eine Verteidigung mehr. Passt. Ich glaube, jetzt sollte sie das überleben. Und die dafür nicht. Platz die Verteidigung. 21. Du hast einen Angriff von 25. So 4 mal 2. 0 mal 2. 1 mal 2. Ja. Kommt der dann in den Wald auch dran? Nee. Das heißt, ich krieg maximal 10 Schaden. Passt. Elfreim darf es weiter zurückreiten. Hier ist auch sonst nichts gespawnt. Ich glaube, Leon bewegt sich auch nicht von selbst, von daher. Oder? Hätte er sich schon bewegen können? Ja, hätte theoretisch, aber tut er nicht. Ich möchte aber auch nicht zu nah an den da dran kommen. Das heißt, ich gehe auch nur einen Schritt weiter nach vorne. Und dann warten wir wieder. So. Ein Schaden. Och, wie süß. Autsch. Und tschüss. Das war sogar der erste, den ich angegriffen hatte. Weiteres Level up. Oh, und wieder Verteidigung plus 2. So schön. Das heißt, die anderen machen jetzt ja noch weniger Schaden. Och, 0. Das ist schon fast süß. Klink. Achso, stimmt, das sind die Kriegerexe, also die Waffen, die immer zweimal angreifen. Ich habe auch, glaube ich, noch mehr als genug von meinem Drachenstein. Zumindest um sie bis auf Level 20 zu bekommen. Wie es danach ist. Och, Ross. Du hast zwar damit schon wieder Waffe gespart, aber trotzdem. Och, Ross. Du hast echt deinen Spaß mit den Crits. Und Level 3? 5. Minimal geirrt. So, die kommen wieder nach oben und der greift wie geplant an.
Und stirbt auch wie geplant. Perfekt. Die geben sogar richtig viel Erfahrung. Ist echt gut für Natascha. Und echt gut für ihre Resistenz. Doch keinen magischen Schaden mehr. Ah, noch mehr Nachschub. Ja, ich lasse Natascha da mal stehen, ne? Sie macht das schon. Muss immer noch, muss eh noch ein bisschen ihre Lichtmagie trainieren. Kann ich? Eigentlich kann ich auch nur mal eben so dahin stellen. Hat sie noch mehr Verteidigung und noch mehr Ausweichen. Kriegt sie sowieso keinen Schaden mehr. Wenn ich mal so schaue, sie hat jetzt 25. Damit macht ihr selbst der da keinen Schaden mehr. Nur sie kriegt die halt nicht One-Hit tot, aber ich hab ja noch. So, ich kann ja mal das da so ein bisschen kaputt machen. Dann kann ja gerne dieser eine nette Magier noch auf mich zukommen. Und zwar gerne auf La Rochelle. Kannst du irgendjemanden heilen? Natascha. Ach ja, komm. Ich glaube, es gibt bald noch einen Geheimshop, wo ich auch wieder Purgativ kaufen kann. Von daher können wir noch ihren Stab noch ein bisschen trainieren. Müsste aber auch auf A sein. Ja. So, hier hinten sind noch welche gespawnt. Das heißt, more Zanbato Action. Ja gut, damit habe ich wieder Schaden gespart. Von daher war es doch hilfreich. So, und du kommst, na, noch nicht ganz bis nach vorne. Das heißt, das muss sie jetzt noch erledigen. Ah, das reicht nicht nur mit dem Speer. Na gut, dann machen wir es halt so. Mit der Halamelia wieder hier was besiegt. Das ist aber schon ziemlich cool, so einen General zu haben, der verdammt gut ausweichen kann. Bisschen unüblich. So, da oben sind keine gespawnt. Das heißt, nur, kannst du eigentlich noch weitergehen? Ja, ganz langsam. Ach ja, null Schaden. Kling. Und nochmal. Kling. Und tschüss. Und wir mein komplettes Level up. Na, kriege ich noch mehr Verteidigung dazu? Kommt das jetzt wirklich durch diese Metis-Schrift oder wie es heißt, dass ich immer bei jedem Level up 2 Verteidigungspunkte dazu bekomme? Oder ist nur einfach nur so krass drauf? Na gut, jetzt können die mich auch schon nicht mehr doppelt angreifen. Da, daneben. Ich glaube, ich gehe gleich schon mal so ein bisschen Richtung nach oben. Vielleicht kriege ich ja den Schwertmeister noch weg. Mit mir. Er hat sich gerade freiwillig dazu entschieden, Lute anzugreifen statt La Rochelle. Ja, ne? Lute dachte sich, okay, ich zeig dir mal, wie es geht. Und krittet ihn weg. Nice. Und Leitstern. Brauche ich eh nicht, aber hey. Oh, ein Leitstern. Nope. Und ein Crit. Ach, Natascha. Übertreibt zum Glück nicht. Ist immerhin unsere Einheit mit dem höchsten Level aktuell. Wieso haben die so wenig KP? Ja gut, mein Evan hat auch jetzt nicht sehr viel mehr KP. Also er hatte, glaube ich, 29, bevor ich ihm die Engelsgruppe gegeben habe. Aber trotzdem. Wieso haben diese Druiden immer so wenig KP? Und Waffenlevel erhöht. Nur schon mal auf B. Ich glaube, Natascha könnte wahrscheinlich auch Leon one-hitten. Ich kann ja mal kurz gucken, ob sie es wirklich könnte mit Göttlichkeit. Level 9? Level 9. Mein KP dazu. Und neue Gegner. Na guck mal, und mir wurde direkt wieder geheilt auf der Festung. Das ist auch angenehm. So, könnte sie ihn... Na gut. Da braucht man noch ein bisschen mehr. Aber er bräuchte zumindest 2 Schläge.
Na gut, Fenrir ist aber auch ziemlich stark, aber naja. So, wie weit kommt der denn? Du kommst bis zu dem Punkt und du bis zu dem Punkt. Gut, dann gehen wir sogar bis zu dem Punkt. Dann kommen wir beide hinterher und sterben beide an mir. Hatte sie nicht sogar noch eine bessere Resistenz? Ich glaube, dafür dann weniger Magie. Nee, 17 Resistenz. 20 Resistenz, ja gut. Kommt die auch an Ephraim dran? Oh, sehr schön. Ja, ne? Also ich mache hier gefühlt nicht so viel. Das meiste machen die Gegner und laufen einfach in ihren Tod rein. Ach, der Krit hätte auch früher kommen können. Der war wieder unnötig, mir. Und Level 6. Oh, plus 2 KP. Sehr schön. Diese Verteidigung, ne? Das ist, glaube ich, nicht... Es ist kein Wunder, dass man da nur wirklich erst am Ende des Spiels bekommt, weil... Das ist doch ziemlich stark. Ist zwar sehr eingeschränkt von ihrer, von der Einsetzbarkeit wegen dem Drachenstein, aber sie ist ziemlich stark. Oh, nur ein Punkt Verteidigung dazu. Oha. Mir, was ist los? Bist du krank geworden? Ich finde es interessant, wie der freiwillig Ross angreift und nicht Ephraim und Ross wieder einen unnötigen Crit macht. Wie viele unnötige Crits hatten wir bitte allein in dieser Mission? Es geht ja schon fast in Richtung zweistellig, habe ich das Gefühl. Allein in dieser Mission. So, kommen noch mehr. Da kommen noch mehr, da kommen noch mehr. Gut. So, locken wir den doch nochmal an. Aber ohne die anderen. Gut, ich lock dann zumindest den einen Magier an. Aber nicht, dass der was mir entgegensetzen könnte. Als ob. So, ich stelle mich einfach mal... Wobei, warum sollte ich mich auch in den Wald stellen? Ich sehe ja nicht, ist ja nicht so, als würde ich Schaden nehmen oder so. Das ist ja was ganz Neues. Hast du eigentlich Schaden? Nee. Dann darfst du hier weiterkämpfen. Dann kann ich nämlich Evan gleich wieder heilen. Kommt Evan auf den Berg nach unten? Nein. Ich denke mal... eigentlich können wir wirklich den Boss jederzeit besiegen. Ich denke mal, ich werde das jetzt auch gleich mal machen. Und kannst doch sicher... Da auf den Berg. Sehr gut. Oh, mit Meisterbogen drauf. Das war die Fähigkeit, dass sie auf jeden Fall trifft. Ich muss nur gucken, mit wem ich dann den Boss hier umhaue. Mach ich's? Ich glaube, ich mach's sogar mit Myr. Kommt sie sogar bis zum Boss dann dran? Die nächste Runde? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nee. Das heißt, sie muss danach noch eine Runde warten. Na gut. Das war wie geplant. Krittet er mich vielleicht sogar? Oh, tut er wirklich. Das war ja süß. Das war echt ein süßer Krit. Kling, 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 kling. Hätte mir nichts gebracht. Joa, ne? Mir OP, better nerf. Ach, bin jetzt auf göttlich. Ach ja, stimmt, weil ich ja kurz geguckt habe, wie viel Schaden das an Leon macht. Ups. Ja gut, dass du da unten hinkommst. Hört mich mal nicht. Könnt sogar Schaden machen. Ich bin erstaunt. Ich glaube, ich kann jetzt mal so alle meine hier in diese Richtung ziehen, falls jetzt nochmal solche Einheiten kommen. Jetzt kommen die da oben wieder. Von mir aus. Kann ich einfach noch ein bisschen näher da dran ziehen. Vielleicht kommen die, greifen die ja jetzt an. So. Alle mal in die Richtung, bitte.
zumindest die magischen Einheiten. So. Und Mir darf auch dann gleich mal da oben hin. Wie viel habe ich noch? 39, ja. Das passt. Und ein weiteres. Wow, kein komplettes Level-Up mehr. Na gut, so langsam pendelt sich das ein. Okay. So, wie weit kommen die jetzt? So und so. Ja. Na gut, dann würde ich sagen, im nächsten Zug. Wenn da jetzt nicht nochmal ein paar schwarze Magier oder Druiden eigentlich spawnen, hauen wir dann Leon mal um. Ansonsten, ich glaube, ich habe auch genug da stehen, um die ganzen Druiden wegzuhauen. Ich habe echt keine Lust, Ephraim anzugreifen. Da stelle ich ihn extra dahin, damit er mal ein bisschen kämpfen kann und die denken sich einfach, nö. Nö. Wir lassen uns hier lieber von der Dame im, in der Rüstung töten. Ach, sind da unten welche gespawnt? Was sind die denn da unten? Silberaxt? Ja, Silberaxt. Wie viel Schaden macht Mir ihm? Yo. Yo, ne? Mir könnte im Alleingang einfach töten. Wie viel Schaden macht La Rochelle? Nicht so viel. Wie viel Schaden machst du? Boah. 37 Trefferquote, Jorne. Bei dir auch nur 37 Trefferquote. Na gut, dann. Ach, trainieren kann ich auch so überall. Heil mal Mir nochmal und dann haut Mir und Natascha mal drauf. So. Wobei, tötet sie ihn nicht sogar. Muss jetzt auch nicht ewig hier die Mission ins Festhalten. Ah, nee. Knapp davor. Na dann. Fordert ihr mich heraus? Ihr Menschen seid so wankelmütig. Ihr habt vergessen, was es heißt, mich zu fürchten. Menschen? Also ich würde nicht sagen, dass das wie ein Mensch aussieht. Sieht ziemlich cool aus. Oh. Gut. Gut, Mir. Mir dachte sich auch. Nope. Das ist meiner. Den töte ich. Hat sie gut gemacht. Und Nosferatu halten. Sehr schön. Nicht jetzt. Noch bin ich nicht stark genug. Aber ich bin der Dämonenkönig. Die Welt wird mein sein, so wie in alter Zeit. Verletzungen wie diese sind nicht genug, um mich aufzuhalten. Dämonenkönig! Komm, Ephraim, du solltest mir folgen. Soll heißen, wenn du die Kraft hast, mich zu besiegen. Wir lassen dich nicht entkommen. Ihm nach, Erika! Wir müssen herausfinden, wohin er verschwunden ist. Sucht überall! Ich darf ihm nicht erlauben, noch länger den Körper meines Freundes zu entweihen. Ephraim, Innes? Kein Grund zur Panik. Die Soldaten folgen der Spur von Prinz Leon. Unsere Spurenleser sind ausgezeichnet. Sie werden seinen Aufenthaltsort jeden Moment herausgefunden haben. Ausgezeichnet, gut gemacht. Übrigens, ich muss mit euch über etwas sprechen. Die Botin, die ich nach Frelia sandte, kehrte vor kurzem wieder zurück. Sie brachte ein Paket, um das ich bat. Frelias heilige Zwillinge. Du hast die heiligen Zwillinge? Ja, Frelia mag seinen heiligen Stein verloren haben. Doch es scheint, die heiligen Zwillingsreliquien bleiben unberührt. Ich ließ sie hierher bringen. Seht nur. Unglaublich. Frelias heilige Zwillinge. Nithögar, der Schlangenbogen. Und Vidofnir, die Schwingenlanze. Ich möchte, dass ihr sie nehmt. Aber die sind die Waffen Frelias. Ihr solltet sie behalten. Nein, ich vertraue sie eurer Obhut an. Ihr seid der Anführer dieser Armee. Setzt sie ein, wie ihr es für richtig befindet. Verstanden. Ich werde dafür sorgen, dass sie in die richtigen Hände gelangen. Vielen Dank, Innes. Sie werden uns sehr hilfreich sein. Dankt mir nicht. Schließlich kämpfen wir für das gleiche Ziel. Den Sieg. Yay! Nithögar. Und Vidofnir. Lady Serene, vielen Dank. Wir erschulden euch unsere Dankbarkeit. Nein, das habe ich nicht vollbracht. Wir konnten nur aufgrund höherer Führung siegen. Nein, ich. Ich war das.
Wir schulden euch Dankbarkeit, für die niemals beglichen werden kann. Ist nicht viel, aber ich würde bitte diesen Stab als kleines Zeichen annehmen. Und bitte nehmt auch unseren Dank an. Wir werden niemals vergessen, was ihr für uns getan habt. Oh, ein Rettungsstab. Wieso auch nicht? Nehme ich. Gut. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Beim nächsten Mal gehen wir dann, ach, Narubefluss hieß das, zu den Neleras-Gipfeln. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.